Guten Morgen. Ach, mein Gott, wie kann ich denn guten Morgen sagen, wenn das Fehlurteil über Jahre in der Seele mit Patex, Uhu oder Ponalleim verankert ist? Und wer bringt denn außer Terpentin die Lösung, die Auflösung in der Seele einer Mutter mit Kind? Ich dachte, dank Herrn Gerhard Strate, Professor Gerhard Strate, so viele Sekunden müssen sein, auch wenn der eine oder andere meint, er hätte keine Zeit zum Telefonieren. Aber ohne Telefonieren hat man noch weniger Zeit, denn man müsste in jede Stadt fahren, in der die Koryphäen zu Hause sind, beruflich und privat. Ich könnte auch jeden Abend zu einem Staatsanwalt, gibt ja drei. Ein ganz großer ist leider von uns gegangen, Ex-Staatsanwalt Herr Richard Stumpf aus Forchheim. Ich sage immer wieder, das war mein großes Rechtsvorbild mit seinem Sohn Franz Stumpf, dem ehemaligen Bürgermeister. So hießen sie. Ja, und jetzt habe ich mir eben neue Kontaktebenen ziehen müssen. Unter anderem auch aufgrund der Einladung habe ich sie bekommen. 2017, Deutscher Staatsanwalt und Richtertag. Aber zurück jetzt zu diesen Krachern. Warum lernt man aus Mollat in Nürnberg nicht? Ist da der eine oder andere nicht ganz dicht? Wahrscheinlich. Sonst würde man, wie der FC Bayern, in die Kabine gehen, in die Katakomben gehen, sich zurückziehen, in die Beratungszimmer und analysieren, was könnte wirklich gewesen sein. Bei 40 Grad im Schatten sollte Schimmel entstanden sein, obwohl die Küche und das Bad nicht benässt waren. Die Küche durch das Kochen und das Bad durch das Duschen. Ausgenommen, natürlich hat die Außenfassade nichts damit zu tun. Da regnet es ja nicht rein, wenn sie undicht ist, weil der Regentropfen ja durch die Spalten nicht dringt. Der Regentropfen hat nämlich ein Gehirn und da heißt es, durch eine Ziegel bitte nicht laufen, sonst könnte es einen Schaden verursachen. Und deswegen läuft da der Regentropfen anders an diesem Fassadenriss vorbei. Auch bei einer Ziegel ist das so. Die Ziegeln sind nur da, dass da oben was liegt. Aber der Sinn einer Ziegel, der ist völlig nebensächlich. Man braucht gar nicht den Aufwand so groß, erforschen. Welcher Ziegelstoff ist denn langlebigst der beste? Bras oder so. Oder Ergolsbach oder so. Nein, die Ziegel ist nur da, weil das eine schöne braune Farbe ist. Die Ziegel ist, glaube ich, in Bayern, insbesondere in Nürnberg, keine Schutzfunktion. Hat keine Schutzfunktion. Sind wir denn alle dicht? Ohne Ziegel? Oder nicht? Das ist die Frage. Und wenn dann ein Immobilieneigentümer bewusst, ich sage bewusst, weil ich habe die Nachweise und dann auch hinterfragt und die O-Töne gesichert, also tresort,
die sind in Erlangen in einem Tresor. Nicht, dass hier wieder mal was in Nürnberg passiert. Und dann sind die Beweismittel weg. Und wenn Sie das hören, dann wissen Sie, wo die Ursachen sind. Wo? Bei dem Nicht-Hören-Wollen, bei dem Nicht-Sehen-Wollen, aber bei dem Mobbing-Wollen-Machen. Ja? Stalking-Wollen-Machen. Gibt's Beweise? Ich hab sie. Wer sonst? Hat ja jemand gesagt, oh, Win, der mit seinem Kopieleben, ja, vielleicht gibt es auch einen nächsten Thriller, mein Kopieleben. Dashcam im Alltag. Das 24-Stunden-Videoleben, Mr. Win, etc. pp. Warum hat man aus Mollat nicht gelernt? Da muss man doch sensibelst in die Unis schon längst gegangen sein. Haben Sie verstanden, wie ich das formuliert habe? Bewusst. Grammatikalisch. Win, das ist grammatikalisch absolut falsch. Ja, wer anders denkt, fällt länger auf. Anstatt hin. Und warum? Das ist eine Neurobahngeschichte. Da oben in die Neurobahnen muss das rein. Er hat nicht aufgegeben. Und Mutter mit Kind möchte auch nicht aufgeben. Aber es ist Belastung. Es ist Körperverletzung, gestohlen durch die Justiz in Bayern. Und das sagt mal einer, ein Pressesprecher, der neben einem Credo steht. Das Credo natürlich benenne ich gerne. Justiz ist für die Menschen da. Das könnt ihr mir glauben. Wer sang so? Na, ich sag's Ihnen am Schluss. So, ist das jetzt Theater oder können wir ein Theater darauf stützen? Ja, klar, es gibt Jugendliche, die sagen, ey, da machen wir echt mit. Du bist doch Mr. Hausverbot, oder? Sag ich, ja, weil ich die Stimme erhebe. So wie Reich Ranitzky, Deutscher Fernsehpreis live. Ich nehme diesen Preis nicht an, weil er nicht meiner geistigen Güte entspricht. Tja, und ich jetzt, was mache ich? Showtime. XXXXXL. Was macht denn da? Ich bringe Licht ins Dunkel. Wer aufgibt, der niemals obsiegt. Und Lügner, Täter, machen irgendwann mal einen Fehler. Und drei Fehler habe ich schon signifikant in der Linse. Jetzt fehlt nur noch das Verdikt. Kennen Sie das Schlüsselband? 60 Jahre Berlinale. Aber Berlinale hat noch meinen Film nicht gesehen. Denn der ist in Produktion. Und ich frage mich, was würde wer sagen? Danny DeVito. Was würde wer sagen? Michael Douglas. Was würde wer sagen? Ja. Bulli Herbig? Oder? Til Schweiger? Lanz? ZDF? Live? Lebenslang ist man Opfer bei Fehlentscheidungen. Dann packt endlich aus auf den kurzen Dienstwegen. Ich will Gerechtigkeit nach Kaffee.
Michael Steinbrecher. Hi. So sieht man sich wieder? Bald. So hört man sich wieder? Gestern. Ich will Gerechtigkeit. Ob das jetzt die Ignoranz ist, eines Retters, THW etc. pp. Gerhard Sawicki? Weil er falsch gerettet hat? Habe ich auch falsch gerettet in Nürnberg? Weil ich den Schimmel festhalten wollte in den Kameras? Aber die Täterin wird definitiv nicht leer ausgehen. Ich habe nämlich weitere Recherchen vor einigen Monaten erstrebt. Nur die Zeugen haben im Moment Angst. Daher werden sie nicht genannt und auch deren Wohnräume nicht genannt, da man sonst sofort Rückschlüsse hätte und diese Zeugen, die Opfer, mundtot machen könnte. Tja, Pech gehabt, liebe Täterinnen und Täter, liebe Anwältinnen und Anwälte. Wer Schach spielt, der weiterdenkt als Weiland. Hört mal. Nach 5 Jahren betritt der Nürnberger Gustl Monnert heute erstmals wieder einen Gerichtssaal. 1,8 Millionen Euro soll der Freistaat zahlen für 7 Jahre unrechtmäßiger Haft in der Psychiatrie. Ich habe einen guten Eindruck von dem Richter. Er scheint fachlich versiert zu sein und er hat auch die nötige menschliche Komponente, die ein Richter haben sollte, meiner Meinung nach. Der Vorsitzende Richter hat schon in seinem Aufklärungsbeschluss, den Sie hier gerade haben, bereits gesagt, 600.000 Euro allein Schmerzensgeld. Allein Schmerzensgeld. Das ist ein gewaltiger Betrag, der jedenfalls höher ist als alles, was bisher in Deutschland für irgendwo noch vergleichbare Sachverhalte gezahlt wird. Nee, Herr Braun, das ist zu wenig. Wissen Sie warum? Ich bin nicht der Allheilige. Ich bin nicht der Gott. Ich bin nicht der Rechtsgott. Ich bin der Mensch. Es gibt einen Staranwalt in den Staaten, United States of America, und der hat gesagt, 1 Milliarde bringt das Leben nicht mehr zurück. Wenn Herr Gustl Mollert von uns gegangen worden wäre. Was das heißt, nicht? Man hat ihm nicht geglaubt. In Nürnberg kamen vom Tegernsee Fürstreiter zum Jakobsmarkt. Und da war nicht nur der billige Jakob auf dem Markt, sondern auch Mr. Wynn, weil ich gebeten worden bin, bitte einen Podcast unterstützend zu drehen. Und dann plötzlich kam die Polizei, sind Sie für diese Demo oder gegen? Das war das erste Mal, dass ich mich habe einschüchtern lassen in meinem Leben. Das erste und das letzte Mal. Weil ich nicht wusste, wie man dann besucht wird. Ich kenne diese Mechanismen. So, Anruf. Gut, ich möchte mich kürzer fassen. Ich ergänze gleich weiter. Es gibt hier einen Anschluss. Podcast, Entschuldigung, und dann werden Sie das Weitere erfahren. Guten Tag, ich muss dringend zurückrufen.